strahlend blauer Himmel auf Mallorca, angenehme Temperaturen am Tage von, ja, die haben wir jetzt schon fast dauerhaft um die 20 Grad. Ich bin auf dem Weg nach Galaratiada, fahre gleich an Cap de Pera vorbei und fahre einmal durch die Haupteinkaufsstraße. Dann geht's Richtung Calagüia und da versuche ich einen kurzen Zwischenstopp zu machen. Und dann fahre ich bis an die Promenade. Mal sehen, ob das alles so gelingt, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich habe ja dieses Video zugesagt und hoffe, ihr habt alle das Video von der Strandpromenade, vom Hafen und den vielen schönen Restaurants gesehen. Und deshalb wünsche ich euch heute bei diesem Video von der Fahrt recht viel Spaß und ja, gute Unterhaltung. Schön, dass ihr dabei seid. Oben rechts ja zu sehen, die schöne Burg von Cap de Pera. Auch die wäre mal einen echten Besuch wert, wer sich das zutraut, da hoch zu steigen auf den Berg. Ja, das ist schon ein tolles Erlebnis, eine riesige Aussicht von da. Man sollte die richtigen Temperaturen wählen, also nicht gerade im Sommer bei 30 oder noch mehr Graden. Dafür wäre jetzt eventuell eine gute Gelegenheit, frühmorgens, wenn es noch einigermaßen frisch ist, oder am Abend, wenn die Temperaturen wieder runtergehen. Aber auch bei 20 Grad ist das durchaus möglich, dort einmal hochzukraxeln. Hier von dieser Route gehen nach links ab verschiedene Buchten. Die kleine Calatorta, die über einen ganz hohen Berg zu erreichen ist, einmal ganz hoch hinaus und dann wieder runter. Dann die selbstverständlich Calagüia, da kann man vorher hier einmal abfahren. Und zur Cala Mesquita geht auch vorher ein Abzweiger nach links weg. Auch die Cala Mesquita ist natürlich immer einen Besuch wert. Nachzuschauen hier in den Videos, wer einmal schauen möchte, ob das interessant ist für einen Besuch. Einfach hier auf Georgis Kanal ein bisschen stöbern, wenn ihr den Kanal abonniert, macht ihr nichts falsch, dann findet ihr leichter alles, was ihr sucht, und einfach die Glocke drücken, dann erhaltet ihr immer eine kurze Nachricht. Das für alle neuen Follower hier auf Georgis Kanal. Ich habe mir extra einen ruhigen Moment ausgesucht, das tue ich ja immer.
jetzt fahre ich durch die Haupteinkaufsstraße von Cala Ratllada. Wir fahren praktisch parallel zur Strandpromenade. Nicht so ganz, also die verläuft hier so ein bisschen im Bogen. Und wenn ich hier nachher abbiege Richtung Cala Agulla, dann bin ich schon ziemlich nah dran am Hafen. Da ist es nur noch ein Katzensprung von hier. Rüber sind ein paar mehr Meter. Nicht alle Geschäfte haben zeitgleich geöffnet. Das eine oder andere macht früher auf, dafür früher zu oder umgekehrt. Das ist immer kein Maßstab, wenn man so eine Szene sieht, wo gerade sehr viel los ist oder wenig los ist. Das muss man sich einfach vor Ort mal anschauen. Also Cala Ratllada ist auf jeden Fall ganz gut besucht, aber nicht vergleichbar mit den Besuchszahlen aus dem Sommer. Das ist natürlich ganz klar. Bei 600 bis 100, 700 Starts und Landungen am Tage kann man sich das ja ungefähr ausrechnen. Klar, die meisten sind vor Ostern gekommen und weniger weggeflogen. Aber das sind natürlich nicht die Besucherzahlen aus dem Sommer. Dementsprechend pure Erholung hier. Man findet ruhiges Plätzchen und ist ja auch noch nicht alles voll aufgebaut. Ja, diese wunderschöne breite Straße führt direkt zur Cala Agulla. Da werde ich gleich noch mal einen kurzen Abstecher machen. Kurz aufs Meer hinausschauen. Auch hier ist das ein ähnliches Bild. Viele schon geöffnet, manche noch nicht. Natürlich sind die Lokale, deswegen möchte ich noch mal auf so ein paar Kommentare oder Fragen eingehen. Natürlich sind die Lokale nicht so üppig gefüllt und jeder Gastronom oder Geschäftsinhaber kämpft hier schon ein wenig um seine Kunden. Das ist ziemlich normal. Gerade in diesen heutigen Zeiten, wo alles sich doch dramatisch erhöht hat. Und wenn ich All-Inclusive mache, ist das da ganz klar. Dann muss ich nicht zwingend irgendwo noch mir ein üppiges Essen gönnen. Das kann ich machen, muss es aber nicht. Weil die Versorgung in den Hotels ist ja einfach sehr, sehr gut.
da bin ich schon angekommen an der Calagoya. Viele wollen natürlich ganz nah hier dran parken, möglichst kurze Wege haben. Ich glaube, dieses kleine Paradies bedarf nur weniger Worte. Bilder sprechen mehr als alles andere. Toma vos que lo voy a hacer. Para que cambie.
Und jetzt geht es gleich nochmal Richtung Ortszentrum von hier. Wir sagen bye bye Calauguya. Jetzt mache ich, wie angesprochen, nochmal einen kleinen Linksschwenker, fahre nochmal einmal Richtung Promenade, versuche da freien Platz zu finden und beende dann dort das Video. Ich freue mich über so viele Zuschauer in den letzten Tagen, bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, freue mich auch über eure so vielen positiven Kommentare. Das ist immer eine pure Begeisterung, die es in mir auslöst. Das kann ich, glaube ich, sagen. Ja, und wenn jemand mal nicht so ganz zufrieden ist, dann einfach mal nicht meckern. Nicht alles läuft zu 100% immer gut, das ist schon klar. Aber ich gebe mir viel Mühe und ich denke mal, die meisten wissen das zu schätzen. Und dafür auch vielen, vielen Dank für jegliche Unterstützung. Und für die Super Thanks Spender, vielen, vielen Dank. Ihr helft mir wirklich sehr damit, ein gewisses Niveau zu erhalten, einen gewissen Standard. Und dann profitieren wir letztendlich alle davon. Fahren noch einmal hier im Zickzack sozusagen. Hier eine etwas schattige Straße. Wir sind ja schon am späten Nachmittag. Alles kann man immer nicht zeigen, aber wer mehr sehen möchte von Cala Ratllada oder vielen, vielen anderen Orten auf Mallorca, schaut einfach durch die Videos und dann werdet ihr hoffentlich begeistert sein. Hier fahre ich nochmal über die Haupteinkaufsstraße. Der Himmel strahlt immer noch leuchtend blau. Der ist so doof. Die letzte Hürde ist genommen. Ich blicke noch einmal heraus aufs Meer und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus.